Entering Death Mountain. Okidoki. Wir haben 414 Gegner, 3 Secrets. So. Erstmal hier ein bisschen Pistolen-Action. Und das ist wirklich ein Death Mountain hier. Zumindest sieht es sehr nach Berg aus. Wir werden auch wirklich gnadenlos beschossen hier erstmal von überall. Und dabei haben wir nur eine Pistole. Dabei haben wir doch nur eine Pistole fürs Erste. Und schauen wir mal, hoffentlich kommen wir da schnell an etwas mehr. Das hier gefällt mir doch schon besser. Aber wir haben auch nur 4 Muni. Deswegen ignoriere ich den Rest da oben mal. Ach du Scheiße. Oh, hier ist nochmal eine Schrotflinte. Ja, da müssen wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen auch Infighting das Ganze regeln lassen. Weil sonst haben wir da ja gar keine Chance mit unserem Munitionsstand. Wir haben auch echt nur 3 Secrets, ne? Das heißt, das Ganze könnte so ein sehr brachialer Rush nach oben sein. Ja, zum Glück räumen die Hell Knights hier sehr stabil auf erstmal. Kriegen wir den hier vielleicht ein bisschen erwischt? Na, das war der Stalagmit. Ich nehme mal an, das war der Stalagmit. Ich nehme an, die Dinger heißen Stalagmit und nicht Stalaktit. Aber ich meine, Stalaktit waren die, die von oben runterkommen. So. Hallo. Oh. Auf jeden Fall schon mal eine etwas vorteilhaftere Position hier. Und zumindest ein bisschen Muni jetzt auch erstmal in der Schrotflinte. Dann kriegen wir den schon weg, den Hitscanner. Nee. Müssen wir erst den Karko kurz wegmachen. Sehr schön. Wir schnappen uns hier alles. Oh, ach du Kacke. Eieiei. Ja, gemein. Das hat er mich jetzt aber auch echt überrascht. Hä? Ach, da ist noch ein Spectre. Shit. Frech. Okay, da gucke ich mal, ob ich vielleicht erstmal eine Chain Gun oder so bekomme. Nice, Secret. Ja, mit der Rüstung könnte es auch was werden. So, das sieht doch besser aus. Wurde ich jetzt überhaupt getroffen? Nö. Wow. Natürlich. Ja, mit der Rüstung wird's was und dann einfach gar nicht getroffen werden, dass die Rüstung scheißegal ist quasi. Oh, wir haben so viel Dingsmuni, ne? Ich habe keine Chain Gun. I'm sorry, aber ich muss jetzt auch daran denken, dass ich hier halt Gegner killen muss, ne? Und das wahrscheinlich noch einige. Das heißt, ihr werdet jetzt weggepistelt. Ob ihr wollt oder nicht. Ich habe auch keine Lust drauf, aber, ne? Ist einfach so viel Muni vorhanden in dieser Waffe. Gut, in der Schrotflinte jetzt aber auch. Das heißt, ab jetzt können wir auch wieder. Was? Es lebt. Zombies können wir auch weiter wegshotgunnen. So, jetzt kriegen wir eh Shotgun, also let's go. Nice. Ich hätte echt gerne Chain Gun. Ich hätte wirklich gerne Chain Gun. Naja.
Wir räumen auch gut auf, tatsächlich. Ich habe eine hohe Gegnerdichte. Und da wäre sogar noch mal eine Schrotflintenbox. Das ist sehr gut. Sehr gut. Kann man sich mal merken. Ich denke mal, hier kommen wir wahrscheinlich auch wieder zurück, hoffentlich. Aha, wir kommen jetzt woanders dann raus. Ach du Scheiße. Ja. Alter. Zack, nice. Wunderbar. Wunderbar. Hey. Lol. Frech, dass er das überlebt. So, hier haben wir eine gute Position erstmal. Verdammt, der kam schneller als gedacht. Egal, er ist tot. Ja, sehr gut. Kaku-Leiche ist gemein. Ah. Eieiei. Was ist das? Wo sind die denn jetzt hier gelandet? In einem komischen fremden Ort, ey. Zack. Ach, da ist noch mal einer. Gemein. Gemein bist du doch. Naja. Sehr gut, da können wir rein. Oh, finally eine Chain Gun. Wo sind wir denn hier? Ach lol, okay, I see. So. Jetzt machen wir das hier mal ein bisschen weg. Ich habe euch nämlich nicht vergessen, falls ihr das dachtet. Sehr gut. Oh, eine Kettensäge. Das ist praktisch. Das ist tatsächlich praktisch. Ein Cargo. Wunderbar. Okay. Damit erstmal voll reinrennen. Ha, ja, euch werde ich später noch irgendwie wegkriegen. Hoffentlich. Hoffentlich. Und hoch. Mal hier nicht noch eine Schrotflintenbox? Ja. Die schnappen wir uns direkt mit. Kann nämlich gut sein, dass wir die brauchen werden. So, dann gucken wir mal, wie es hier drin jetzt aussieht. War zum Glück erstmal ein bisschen HP. Okay. Ich traue dem Frieden nicht. Nein, das ist noch in Ordnung.
Okay. Ja. Au. Frech. Ja, cool. Kann ich ja nichts gegen tun. Zumindest nicht wirklich, wenn ich nicht weiß, von wo sie reinkommen. Ich hätte gedacht, dass die Zombie-Man hier jetzt tatsächlich der nervigste Faktor sind. Ich glaube, ich muss, solange die Zombie-Man noch dabei sind, muss ich echt ein bisschen Schenker nutzen. So. Zack. Nice, nice, nice. Eieiei. Ja, wow. So, wir fangen wieder an mit Chain Gun. Brauchen die Rate of Fire einfach gegen so viel Kleinkram. Ja, das ist halt so gemein, ey. Vielleicht schaffe ich es auch einfach, hier stehen zu bleiben und den Teleporter zu blockieren. Dann habe ich hier eine halbwegs gute Position zum Kämpfen. Aber krieg keinen Stress. Ja, nevermind, das funktioniert nicht. Okay, das ist echt nicht einfach, der Raum. Eine sehr brutale Innovation, ey. Na, frech. Ja, die kommen dann halt aber auch im gemeinsten Moment und werden rein teleportiert. Ja, komm. Na. Was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht hell sehen, woher die Typen kommen. Das ist doch komisch, was da von einem verlangt wird. Die Doppelläufige hat nicht genügend Rate of Fire für so viel Kleinkram. Okay, das sieht jetzt gerade ganz gut aus. Na, dann kommt auf einmal ein Imp neben mir. Kann ich halt nicht wissen. Kann ich auch nicht predikten oder so. Der kommt halt einfach irgendwann und dann ist er da auf einmal super. Und irgendwohin muss ich gehen. Ich kann nicht alles vermeiden. Ja. Ich weiß nicht. Ich finde das Balancing dieser Stelle ein bisschen fragwürdig.
dass man hier quasi gar keinen Raum hat, um ordentlich zu kämpfen. Muss noch länger Chain Gun benutzen wahrscheinlich. So, jetzt haben wir hier zumindest ein bisschen Infighting. Nice, der war wichtig, der Kill. Okay, da kommt der. Kommt der Archweil. Nice. Eieiei, ey. Absolut brutal, die Stelle. Absolut brutal. So, ich halte mal die Boxen hier noch in der Rückhand. Okay. Interessant. Der nächste brutale Raum. Rockets, aber noch kein Rocket Launcher. Okay. Interessant. Ah, hier geht's weiter jetzt. Das ist okay. Das heißt, wir haben einen Ausrüstungsraum für, wenn wir... Guck mal, kommen wir da rüber? Nee. Da werden wir wohl ein Secret brauchen. Hier haben wir einen neuen Gang. Na, zack. Da geht's in die Höhle des Löwen oder so. Jetzt will ich aber zuerst da hinten rein. Oje, oje. Au. Okay. Aha. Na also. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Wunderbar, wunderbar. Sonst haben wir hier nichts mehr, oder? Ist das eine Schildkröte? Das ist tatsächlich, glaube ich, eine Schildkröte. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist ja witzig. Na gut. Au. Wo ist der Cyberdemon? Hilf mir, Cyberdemon. Autsch. Okay. Also die Hell Knights da hinten kann ich, glaube ich, schon mal als tot betrachten im Wesentlichen. Jetzt mal schauen. Ah ja, na also. Kein Problem. Jetzt mag er mich wieder nicht.
Oh, upsie. Naja. Der hat aber auch einen Hass auf mich. Ich habe ihm nichts getan. Tatsächlich nicht. Die anderen schon. Die anderen schießen die ganze Zeit auf ihn. So, jetzt die hier noch bitte. Ach du Scheiße, so. Wunderbar. Das hat auch gut funktioniert, oder nicht? Das hat auch absolut super funktioniert. Haben auch echt schon gut aufgeräumt. Kommen wir hier jetzt zurück? Nee. Ah, man muss einfach alle Schalter drücken. Das sieht doch gut aus. Okay, könnte noch ein weiterer großer Kampf auf mich warten. Leute, ich habe jetzt die ganze Zeit getelefragt, oder? Das wollte ich nicht mal, aber an sich eine ganz interessante Taktik für die Stelle, I guess. Wo sind die jetzt rausgekommen? Ah, auf der anderen Seite der Brücke. Ja, tatsächlich. Na dann. Au. Frech, frech, frech. Na. Okay, da haben wir zwei Gänge. So, schnappen wir uns hier noch ein bisschen Muni und so. HP haben wir, glaube ich, keine mehr groß. Jetzt haben wir mehrere Wege, wie wir da, wo wir hingehen können. Wir haben keine BFG, ne? Okay, dann gehen wir erstmal. Wir haben viel Plasma-Muni. Dann werde ich mal... so hier reinrennen. Das ist jetzt natürlich ein Problem. Wir haben ein bisschen HP wieder. Aber nicht viel. Eine Supercharge, danke. Und wir haben die, und wir haben die, Secrets alle. Wow. Und die Supercharge hatten wir die größte Zeit lang. Das hat sich sehr schnell wieder erledigt, aber ohne die wäre ich auch echt aufgeschmissen gewesen. Werde ich das richtig ätzend machen müssen mit immer wieder rein und raus rennen. Wow. Da war wohl ein... da war wohl ein Dings, ein Spectre, den ich nicht gesehen habe. Was, der lebt immer noch? So, jetzt aber. Weil ich glaube eh, dass das die letzten paar Gegner sind. Ich glaube, da kann man einfach von zwei verschiedenen Seiten in den gleichen Gang reinrennen. Nehme ich zumindest mal schwer an.
deswegen habe ich auch kein Problem, da jetzt einfach mal ungestüm meine Muni rauszuballern. Sehr schön. Das waren sie alle. Perfekt. Und da haben wir das Exit. Müssen wir noch irgendwie öffnen. Die Frage bleibt natürlich wie. Haben wir doch bestimmt irgendwo einen Schalter oder so. Nee. Vielleicht kann man auch, einfach dran drücken. Nee. Ha! Na gut, dann wird das wohl die letzte Aufgabe sein. Wie öffnet man das? Vielleicht ja doch nochmal in dem anderen Gang da. Hab ich hier irgendwas vergessen, vielleicht zu drücken? Nee. Oh. Super. Okidoki. Auf jeden Fall auch wieder sehr brachiales Level. Viele sehr schwer designte Encounters auf jeden Fall. Ja. Aber muss zugeben, hat mir auch wieder sehr Spaß gemacht. War auch interessant designt mit diesen ganzen, ich sag mal, Höhleneingängen. Also allein schon für die Idee, finde ich, hat sich die Map gelohnt. Und generell ist das auch, keine Ahnung, einfach ein cooles Setting, so einen Berg hochklettern quasi. Oder halt generell so, um so einen Berg mit den verschiedenen Höhleneingängen und so weiter, ist halt auch einfach, keine Ahnung, ist einfach cool. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber gut, würde ich mal sagen, sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann, ciao.